Es ging nach Cancun. Ja, wir haben für 4 Tage lang einen Kurztrip gemacht nach Cancun von Kalifornien aus. Und ich kann wirklich sagen, von all meinen Trips, die ich bisher gemacht habe, war das mit Abstand mein Liebster. Es war viel zu kurz auf jeden Fall, denn von den 4 Tagen sind wir eigentlich 2 Tage gereist. Das heißt, im Hotel waren wir nur 2 volle Tage, aber die 2 Tage waren wunderschön. Wir waren dort in einem Resort namens Barcelo Maya Beach. Das ist ein All-Inclusive Resort, das heißt, wir haben 24 Stunden lang gratis Getränke bekommen. Du konntest immer essen gehen, wenn du Hunger hattest. Es gab, ich glaube, 4 Restaurants mit Buffets. Dann gab es noch ganz, ganz viele à la carte Restaurants. We are here. Und Snackbars. Außerdem hatten die, ich weiß gar nicht wie viele Pools, wir waren immer im gleichen. Dann hatten die auch noch ein Fitnessstudio, natürlich eine Wellness Area. Das Hotel liegt direkt am Strand, das heißt, du konntest dich am Strand massieren lassen. Was hatten die noch? Bowlingbahnen, Minigolfen. Abends hatten die immer ganz feine Shows, die ich auch ein bisschen abgefilmt habe. Kino hatten die da, soweit ich weiß, auch. Da alles, was man sich vorstellen kann. Eine eigene Mall auch, falls man mal Lust hat, shoppen zu gehen. Also langweilig wird einem dort nicht. Ja genau, man versteht also wohl, wieso ich nochmal zurück möchte. Dazu muss ich auch noch sagen, es war das allererste Mal für mich, dass ich in einem Resort Urlaub gemacht habe und ein All-Inclusive-Package hatte. Und ich sag euch Leute, dieses Gefühl, wir sind Donnerstag morgen los, kamen Sonntag ab und zurück und in den 4 Tagen komplett Entspannung einen gut gehen lassen, habe ich keinen Cent ausgegeben. Wie cool ist das denn? Ja klar, man bezahlt das alles schon davor und ist dann, weiß nicht, $800 ärmer. Aber in diesen 4 Tagen gibt man kein Geld aus. Du kannst so viel essen und trinken und entspannen und machen und tun, wie du möchtest. Und du gibst kein Geld aus. Ich bin ja noch nicht allzu alt, 18 Jahre. Und muss natürlich auch, was Urlauber angeht, ein wenig Erfahrung sammeln, ne? Aber was ich persönlich wirklich unter Urlaub mir vorstelle und was mich wohl oder übel am meisten entspannt, ist wirklich dieser Gedanke, dass du im Urlaub kein Geld ausgeben musst. Und das ist in einem Resort auf jeden Fall möglich. Ich persönlich mache auch sehr gerne Touren und sehe Dinge und mache was und tue was. Ich könnte jetzt nicht 2 Wochen lang nur auf der faulen Haut liegen. 2 Tage sind ein bisschen kurz. Ich denke, 3 bis 4 Tage auf der faulen Haut liegen wäre perfekt für mich. Wenn ich 2 Wochen Resort-Urlaub machen würde, würde ich mir, glaube ich, vorstellen, dort dann auch ein paar Touren zu machen, was natürlich auch möglich ist im Barcelo Maya Beach. Es ist etwas außerhalb von Cancun, deswegen kann man Touren nach Cancun machen, an andere Beaches, in andere Städte oder Dörfer. Es ist unheimlich viel möglich dort. Und ich sag euch was, ich habe lange, lange nicht alles abgefilmt. Aber hier seht ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt mit den Sachen, die wir in den 2 Tagen gemacht haben.